In den letzten Thermogenerator-Videos habe ich ja diese Schaltung hier, also diese Platine hier, vorgestellt, die es bei den Chinesen zu kaufen gibt, die schon sehr effektiv funktioniert für Peltier-Elemente, die ja nur so 0,5 oder 0,7 Volt rausbringen. Und um damit effektiv irgendeine LED oder sowas zu betreiben oder sogar Akkus zu laden, muss das schon ganz schön gut abgepasst sein. Und ich wollte ja dem Computermann vom Computerclub da fast gar nicht so richtig glauben, als er Folgendes sagte. Das ist ein Spannungswandler, der ab etwa 0,7, 0,8 Volt die Spannung, die er reinbekommt, umsetzt auf eine höhere Spannung. Das kosten so ungefähr 3,5 Euro. Es gibt auch viel Mist dabei. Und wenn er so aussieht, das ist der beste, den ich bisher gefunden habe. 0,6, 0,7, kurz vor 0,8 schaltet sich die Leuchtdiode ein. Wir können kleine Spannungen mit einem solchen Modul übersetzen in eine größere Spannung. Das ist kein dieser dummerweise als Stromdieb bezeichneten Geräte. Diese Schaltungen werden diskret aufgebaut mit einem Widerstand, einer Spule und mit einem Transistor. Ich habe eine Menge ausprobiert, funktioniert ja auch gut. Nur damit hole ich aus Zellen noch den letzten Rest heraus. Zellen, die ich bezahlt habe. Ich stehle also nichts aus der Zelle, ein bisschen dämlich ausgedrückt. Es sind Spannungserhöhungsschaltungen, mehr ist es eigentlich nicht. Es wird niemandem irgendetwas gestohlen. Also es braucht keine Angst zu haben. Das ist jetzt hier rausgekommen, in dieser Werkstatt. Und es sind noch Optimierungen möglich. Je mehr Windungen hier auf diesen Ferrit draufkommen, desto weiter kann er runterschwingen. Bei dem hier habe ich jetzt 0,20er und 0,15er Draht genommen. Da kann ich dann schon bis auf 0,35 Volt runter. Wenn der also bei 0,5 Volt schwingt er an und dann, wenn er einmal schwingt, dann kann er auch bis 0,35 Volt runterschwingen. Das hier ist eine Schaltung. So eine originale Schaltung, so eine chinesische. Und da ist die LED schon richtig schön hell da. Das hier ist eine Version, die mir die Akkus von dem Radio lädt. Da sind zwei AAA-Akkus drin. Und die Spannung reicht aus, damit die Akkus geladen werden können. Damit ich dann mal, also es reicht ungefähr, wenn man so 4 Stunden das Teelicht dran hat, kann man ungefähr so eine halbe Stunde Musik hören. Dafür reicht's. Hab ich gedacht. Was denn jetzt? Fufe-Effekt oder was? Hey, das Licht funktioniert. Aber meine Akkus wurden nicht geladen. Warum denn das? Ich glaube, ich weiß warum. Da muss ich hier zum Akkuladen doch noch eine extra Diode einsetzen. Das hat mich nämlich hier schon gewundert, warum ich hier nicht noch eine extra Diode brauche. Aber klar, hier ist ja die LED die Diode. Okay. Also, zum Akkuladen muss ich dann doch an die Minusseite dann noch eine Diode ranmachen und dann wird auch der Akku geladen. Schade. Zuerst hat es funktioniert. Zuerst hat es mir die Akkus geladen. Dann habe ich die Schaltung optimiert. Ja, dann hat die LED viel heller gebrannt. Ungefähr so hell jetzt wie die... ein ganz kleines bisschen dunkler ist die. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber nicht viel. Ja, und das ist ja auch eine kaltweiße LED und das ist eine warmweiße. Okay. Na gut, okay.
kann ich euch das mit dem Radio so jetzt leider noch gar nicht zeigen. Nee, ich mache da nochmal eine Diode hier rein. Ich zeige das euch dann später nochmal. Das geht mit dem Radioladen. Man kann Radio hören mit einem Teelicht. Das funktioniert. Und man kann sich auch Fußbadewasser warm machen. Oder Wasser zum Aufwaschen oder irgendwie so, wenn man so 4 Stunden Zeit hat und ein Teelicht. Für 2 Liter Wasser reicht's. Ja, das kriegt man so ungefähr dann auf, wo sind wir denn jetzt? Also jetzt habe ich es ungefähr eine halbe Stunde dran. Bei 13 Grad habe ich gestartet, bei 15 Grad bin ich jetzt. Ja, muss man schon 4 Stunden warten, damit man so auf 30, 35 Grad kommt, dass es handwarm wird, das Wasser. Aber warum nicht? Ne? Mit einem Teelicht und nebenbei auch ein bisschen Licht machen. Ist doch gar nicht so verkehrt, finde ich. In dieser Anordnung schafft man es dann auch, dass man nur 3 Peltier-Elemente braucht, damit man mit Handwärme so eine LED zum Leuchten bringen kann. Und auch parallel kann man die am Eingang betreiben. Gut, es teilt sich halt ein bisschen auf die Leistung. Ja, ist klar, aber... ich find's toll. Okay, jetzt funktioniert's. Jetzt steigt die Batterie wieder. Ich habe die Diode hier unten jetzt eingebaut. Da ist sie drin. Gut, lassen wir es mal noch so eine Stunde, eine halbe laden. Ungefähr. Und dann schalten wir es mal an, das Radio. Das müsste reichen. 2,582 Volt. Mal gucken, was das Radio sagt. Gucken, ob es schon ein bisschen angeht. Also das Teelicht ist noch 3/4 voll. Ich könnte es noch viel länger laden lassen, aber ich habe keine Geduld. Ach so. Ah, es geht. Es geht doch. Ich muss nur einen RMF-Charger ausschalten. Alles klar. Okay, einen RMF-Charger sah ich schon. Jetzt bin ich voll durcheinander. Ich muss nur den Joule-Tief ausschalten. Während der Joule-Tief praktisch lädt, kann das Radio nicht angeschalten werden. Aber wenn der Joule-Tief dann ausgeschalten ist, wenn das Teelicht also weg ist, dann läuft's. Oh, Gott sei Dank. Okay, so. Oh, geht's auch nochmal? Ja. Geht. Funktioniert. Alles klar. Und hält auch schon ein bisschen aus. Ne, dafür, dass wir erst nur eine Stunde geladen haben. Kann man schon mal ein paar Minuten anhören, so wie es aussieht. Ach, bin ich glücklich. Okay, so, das war das mit dem Radio und dem Peltier-Element. Und hier ist das Teelicht zur Hälfte. Mal gucken, wo wir hier bei der Temperatur sind. Bei 13 Grad Celsius haben wir begonnen. Also nach dem Messgerät hier. Und bei 21,4 Grad, 21,5 Grad sind wir jetzt. Reicht dir das schon, um rein zu hupfen? Also, die Nägel wurden ja jetzt aus deinen Händen entfernt, aus Eisenach und Dresden sozusagen, und auf München stehst du noch sozusagen. Also, wenn du Bock hast, kannst du hupfen. Wasser müsste warm genug sein.